Hallo, ich bin Fidana Galva-Edler, Pianistin, und ich heiße Sie herzlich willkommen zu meinem Videoprojekt Klavierreihen. In diesem Projekt werde ich alle meine Erfahrungen zum Thema Inside Piano mit euch teilen. Ich bin als Pianistin hauptsächlich im Bereich zeitgenössische Musik tätig. Ich arbeite seit Jahren eng mit Komponistinnen zusammen und habe mir ein großes Repertoire eingearbeitet und viele Techniken eingeeignet. Was kann man alles im Piano machen? Da drin, inside sozusagen. Und ich möchte mein Wissen weitergeben. Ich biete Meisterkurse, kleinere Workshops an zum Thema Inside Piano. Und jetzt, dank des GVL-Stipendiums, darf ich mit meinem Videoprojekt anfangen, wo ich jede Woche ein Video zusammenstellen werde zu unterschiedlichen Aspekten von Inside Piano. Was man alles machen kann, was ist sicher und was ist gefährlich? Wie können wir mit den Saiten umgehen? Welche Klänge können wir da rausholen? Welche Gegenstände können wir benutzen, um auf den Saiten zu spielen? Wie arbeiten wir Inside Piano? Wie erleichtern wir unsere Arbeit Inside Piano? Welche Hilfsmittel dürfen wir benutzen? Alle meine Hinweise und Tricks. Diese Videos werden ganz hilfreich sein für Jungstudentinnen, die gerade anfangen, sich mit der zeitgenössischen Musik auseinanderzusetzen. Auch interessant können diese Videos für Komponistinnen sein, die gerade am Anfang ihres Schaffens stehen und Inspiration brauchen. Auch für alle Amateurs der Klaviermusik, um das Repertoire zu erweitern und neue Ideen zu holen. Weil was mich selbst immer inspiriert und erstaunt, ist, wie viele Klänge man aus dem Klavier rausholen kann und was für eine magische Welt da drinnen steckt. Das möchte ich alles mit euch teilen und euch helfen beim Einstudieren neuer Werke. Also los! Also so sieht mein Flügel aus. Das ist ein kleiner Yamaha. Hier sind die Saiten, hier die Dämpfer. Hier kommt man auch noch mal an die Saiten ran. Und ich werde euch sofort sagen, dass es extrem wichtig ist, dass ihr sehr vorsichtig seid mit den Dämpfern. Das sind diese dunklen Teile, die die Saite eben dämpfen. Und wenn man die etwas verschiebt oder versetzt, dann bedecken sie eben die Saiten nicht vollständig. Und es kann dazu kommen, dass der Klang nach dem Loslassen der Taste immer noch da ist. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen extra vorsichtig. Wenn das passiert, ist es ziemlich schwierig, das selbst zu reparieren. Dann braucht ihr einen Klavierstimmer bzw. Klavierstimmerin, die da rankommt. Aber auch der oder sie wird nicht begeistert sein. Deswegen sind wir extra vorsichtig mit den Dämpfern und wir fassen die nicht an. Ich habe allerdings solche kleine weiße Klebepunkte an den Dämpfern. Ich habe mir damit die Tastatur markiert, damit ich weiß, welche Taste welche Saite entspricht. Die weißen Klebepunkte stehen, wie ihr seht, für die schwarzen Tasten auf der Tastatur. Cis, Dis, Fis, Gis, B. Cis, Dis, Fis, Gis, B und so weiter. Das erleichtert wahnsinnig die Arbeit im Klavier. Zum Beispiel, wenn ihr in den Noten eine Stelle habt, wo man die Saite Gis zupfen muss, dann reicht nur ein Blick. Und ihr weißt, welche Saite zu Gis gehört. Wenn das Instrument euch gehört, könnt ihr es einmal und für immer machen. Das heißt, die Klebepunkte ankleben und nicht mehr entfernen. Weil in der Skala von 1 bis 10, wie gefährlich das für die Dämpfer sein kann, ist das Ankleben der Klebepunkte vielleicht 4 und das Entfernen 8 oder 9. Und solche Klebepunkte bekommt man fast in jedem Schreibwarenladen. Das ist so ein Blatt und das reicht für immer. Man kann die Saiten aber auch natürlich anders markieren. Es gibt erstens noch weitere Stellen, wo ihr diese hübschen Klebepunkte benutzen könnt. Oh, hier fehlt eine. Zum Beispiel am Filz oder an diesen Häkchen. Das ist auch ziemlich harmlos. Und hier hinten an diesen Häkchen. Ihr könnt natürlich nicht nur die Tastatur
hier spiegeln, wie es bei mir ist. Ihr könnt nur die Seiten markieren, die ihr im Stück braucht. Zum Beispiel braucht ihr ein B, dann klebt hier ein B. Oder ihr braucht ein D, dann klebt hier ein Punkt. Und dann weiß ihr, dass es eben diese Seite ist. Die andere Möglichkeit sind solche Klebestreifen. Das Gute daran ist, dass die mehr Platz anbieten. Da kann man drauf was schreiben. Wenn ihr nur wenige Töne markieren müsst, dann passt es am besten. Also ich schreibe hier D und klebe das ganz vorsichtig an den Dämpfer. Und wie ihr seht, entfernen ist es auch sehr unproblematisch. Hier kann man das noch anmachen. Oder da hinten an den Häkchen. Eine weitere Möglichkeit, die Seiten, aber nicht nur Seiten zu markieren, ist Kreide. Kreide ist eigentlich ideal. Ich werde später noch dazu was sagen, aber Kreide ist wirklich harmlos. Habt eine Packung immer dabei, wenn ihr mit der zeitgenössischen Musik unterwegs seid. Man kann mit Kreide überall markieren und man muss nicht besonders dran denken, nach dem Üben oder nach dem Konzert die Stelle zu entfernen, weil es wird wahrscheinlich von alleine sowieso vom Spielen weg sein. Es ist auch genial, weil man kann damit die genauen Stellen markieren, wo ihr anfassen müsst. Aber dazu, wie gesagt, später. Man kann an den Bassseiten sehr gut sehen, wie man die markiert. Und mein letzter Hinweis gehört auch zu den Bassseiten. Die tiefsten Bassseiten, die so rot sind und kupfergewunden, die sind ziemlich sensibel. Die sollte man nicht mit einem Metallobjekt, Metallstück kratzen, sonst geht die Kupferbeschichtung kaputt. Darauf hinweisen immer die Klavierstimmer. Und jetzt mein letzter Hinweis im Sinne Hygiene und Sicherheit. Nachdem ihr auf den Saiten gespielt habt, indem dass ihr die Saiten angefasst habt, nehmt mal ein Papiertuch und wischt das Fingerfett weg von den Saiten. Die Saiten sind zwar nicht so sensibel wie die Dämpfer, aber im Laufe der Zeit es kann dazu kommen, dass die rosten. Und auch, ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, alles was ich an den Saiten gemacht habe, ich habe immer dazu das rechte Pedal runtergedrückt. Das habe ich gemacht, um die Dämpfer zu schonen. Das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche bei Klavierein. Ciao!